Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect, kommentiert von eurem Count Muku. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Und ja, liebe Leute, hier gibt's noch eine Quest, die wir absolvieren können, bevor wir zu Kahoku gehen. Dann fragen wir doch ganz mal eine Runde neutral, was das Problem ist. Werden hier irgendwelche Gesetze gebrochen? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicherer. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Ist in dem Sinn schon wahr und traurigerweise in unserer Welt wäre das auch nötig, so eine Evangelikalregelung. Das würde einigen Problemen ersparen und einige Konflikte etwas abschwächen. Aber wollen wir nicht über das reden, denn wir wollen hier eine Runde helfen. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Tja, guter Herr, du verstößt hier gegen das Gesetz. Der Zitadell-Sicherheitsofficer macht nur seinen Job und Sie machen nur Ärger. Diese Person ist zu bescheiden, um zu behaupten, dass der Zitadell-Sicherheitsofficer mit zweierlei Maß misst. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Trotzdem gibt es hier Gesetze, die dir sagen, wo du das Zeug machen musst. Warum checken die Leute das einfach nicht? Naja. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass sie ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Problem gelöst. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Es lohnt sich immer wieder. Sogar etwas Universal-Gelion. Gar nicht mal so schlecht. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt eine Runde zu Kahoku, bevor wir hier noch eine Million Mal von irgendwelchen Nebenquests abgelenkt werden. Mann, aber ich kann nicht anders, als diese Nebenquests einfach anzunehmen, weil es halt trotzdem auch nach dem 10.000. Mal durchspielen noch interessant ist. Von dem her, und ihr dürft ja auch was davon haben. Irgendwie so. Im Gedenken an Eden Crane bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben.
Ist Keyword neuerdings das neue Hashtag oder wie soll ich das sehen? Nun gut, hier gibt es noch irgendwie seltsamerweise der Untertitel, obwohl wir den gar nicht brauchen. Naja, okay. Soll so sein. Wir sind wieder mal hier in den Ratskammern der Zitadelle. Und schauen mal, was hier Kaoku alles macht. Wir sind ja ordentlich fixer unterwegs als der. Und mit den Untersuchungen eindeutig weiter voran. Nun gut, dort hinten ist er ja, der Rear Admiral Kaoku. Berichten wir dem mal von unseren Entdeckungen. Sie sind Commander Shepard? Mein Name ist Admiral Kaoku. Was kann ich für Sie tun? Sie haben doch ein Aufklärungsteam in den Artemis Tau Cluster geschickt. Ja, das stimmt. Die Leute werden seit ein paar Tagen vermisst. Ich versuche herauszubekommen, was passiert ist, aber die Allianzkommandeure scheint es nicht zu interessieren. Können Sie mir etwas darüber erzählen, Commander? Sie wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Tja, war eine Falle. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Kann man noch eine Runde helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Ah, das ist ja noch praktischer, wenn der sich von selbst meldet. Nun gut, dann schauen wir mal, ob wir hier eine Runde schnell reisen können zur Normandie, sonst müssen wir den ganzen Weg hier wieder ablaufen. Und das brauchen wir eigentlich nicht. Moment mal. Ach, ich glaube, mit Emily haben wir hier schon gesprochen. Glaube ich. Und sonst, naja, okay. Könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, falls ich da was vergessen haben sollte? Nope, wir brauchen Zelt zu den Bezirken. Scheinbar. Okay. Nur weil es ein wenig tiefer liegt. Na gut, okay. Von mir aus, dann können wir gleich wieder mit den Normandie eine Runde losdampfen in Richtung Vermeier. Und endlich an der Hauptstory weitermachen. Man glaubt's kaum, nach solcher Ewigkeit. Boah. Auf jeden Fall freue ich mich. Es wird turbulent und ich hoffe, ich habe echt nichts vergessen an Vorbereitung für Vermeier. Aber ich denke mal, wir sollten alles haben. Und naja, sonst bekommen wir Fett aufs Maul. Aber so langsam müssen wir natürlich Saren auch hinterher, sonst kann der machen und tun und lassen, was er will, während wir hier die ganze Zeit an Nebenquests sind. Francis Kitt sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elcor Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kitt sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Alles klar, Hamlet und Elcor, diese Kombination müsste man sich fast echt geben. Also sonst allgemein irgendwelches Theater oder Filme mit Elcor darstellen, ich glaube, das wäre irgendwie echt saulustig. Also zumindest gewisse Parts, auf Dauer wird es wahrscheinlich etwas langweilig. Aber hey, wäre ein Versuch wert. So, aber zuerst mal hier back to the Normandy. Und dann auf ins System, wo Vermeier ist. Weiß gar nicht mehr. Bereithalten, Landungstrupp. Wir sehen sie ja gleich. Dekontamination aktiv. Sobald diese Dekontamination mal fertig ist. Dekontamination aktiv. Yeah, wir lieben diesen Spruch. Es ist einfach so toll. Dekontamination. Boah, wenigstens hat sie jetzt mal eine Runde abgebrochen. Logbuch. Und wir sind Kommandant zurück. Ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ich bin hier an Bord, du Schlaubi VI. Manchmal gibt es diesen Bug oder wie man es auch immer nennen will,
dass es hier verwechselt wird, wenn wir an Bord gehen. Warum auch immer, ich bin nicht der Einzige, andere haben es auch, habe ich schon letztens rausgefunden, also, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. So, damit wir nichts verkacken, speichere ich hier mal eine Runde. Hashtag Speicherparanoia. ja. Und dann können wir eine Runde auf Wehrmeier gehen und Saren ordentlich in den Arsch treten. Inzwischen sind wir ja genügend aufgelevelt. Und je nachdem, was alles noch nach Wehrmeier kommt, können wir vielleicht doch noch die ein oder andere Nebenquest machen. Aber ich möchte hier noch etwas Abwechslung reinbringen, sonst sind wir immer am gleichen dran. Und viele Nebenquests ändern sich ja ziemlich stark, vor allem mit der Planetenerkundung oder halt hier mit diesen Schiffen von der Kalun- oder Balloon-Klasse. Weiß nicht mehr, wie die genau heißen. Okay, ab nach Wehrmeier. Man glaubt es kaum, endlich sind wir bei Wehrmeier angekommen. Wir sind, glaube ich, aktuell in der 54. Folge, kann das sein? Wenn ja, sind wir auf jeden Fall nicht schlecht dran. Ich habe schon andere Mass Effect Let's Play gesehen mit weit über 100 Folgen, also von dem her geht's eigentlich. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Kahoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt, hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus, eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim, allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten, waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Tja, da habt ihr es gehört, Cerberus. Das ist genau auch der Grund, warum ich dort die Quest mit Kahoku noch machen will. Allerdings nicht jetzt, weil wir sind ja inzwischen schon im Wehrmeier-System. Dann mache ich sicher diese Mission hier und dann können wir nach Wehrmeier dann uns an die Mission mit Kahoku und Cerberus machen. Denn diese Mission finde ich eigentlich noch recht wichtig. Von dem her, lasst uns loslegen und ab nach Wehrmeier gehen. Wehrmeier ist eine fruchtbare Grenzwelt, ideal für die Besiedlung durch kohlenstoffbasierte Lebewesen. Durch die vielen Ozeane und die Orbitalposition in der inneren Lebenszone hat sich auf dem Planeten ein breiter Äquatorialgürtel mit einer feuchttropischen Landschaft ausgebildet. Leider hat die politische Instabilität der nahegelegenen Terminus-Systeme die Kolonialisierungsbemühungen aufgehalten. Die häufigen Überfälle durch Piraten und Sklavenjäger gefährden eine sichere Besiedlung. Tja, und das ist wohl der Grund, warum sich Saren hierhin zurückgezogen hat, oder zumindest der Grund, warum hier das salarianische Infiltrationsteam uns Bescheid gibt. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nicht unabsichtlich gespoilert. Verdammt! Oder haben wir es schon mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Wir werden es ja so oder so früh genug sehen, wenn wir dann auf dem Planeten landen. Was sogleich geschehen sollte. Sofern der Ladescreen irgendwann im nächsten Jahrhundert mal fertig ist. Yay! Okay, und los geht's. Und wen brauchen wir? Wir brauchen Rex und Vakarian. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf.
Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Okay, es gibt hier noch Verteidigungstürme zu erledigen, bevor die Normandy landen kann. Das heißt, wir müssen hier wieder eine Runde Mako-Action machen. Aber das sind wesentlich angenehmeren Gefilden, wie ihr sehen könnt. Hier hinten war ich, by the way, noch nie, deswegen schaue ich hier mal kurz nach. Vielleicht gibt es ja irgendwas Verstecktes oder so, ich glaube zwar nicht. Nö. Okay, einfach nur langweilige Pampas. Ach ja, schön wenig Urlaub-Feeling hier. Also ich muss schon sagen, Wehrmeier sieht einfach krass aus. Richtig krass genial. Ein schöner Planet, auf dem es sich leben lassen würde, wenn man nicht eine Million Geld zu Besuch hätte. Ja, hier wimmelt es von Geld und das kann nur umso lustiger werden. Und mir fällt gleich ein, bevor wir hier Stress mit dem Geld machen, können wir ja hier Rex und Garrus noch etwas aufrüsten. Garrus zuerst mal hier mit der Spectre-Waffe. Die Pistole auch. Scharfschützengewehr von Spectre. Also noch besser geht's ja fast nicht. Okay. Rex. Wow. Okay, ich hatte doch recht. Kolossus-Rüstung ist ja heftig. Richtig heftig. Holy. Und cool aussehen tut sie zudem auch noch. Mann, ich will auch so eine Rüstung. Und wir können hier neben dem Schildmodulator, den wir bereits inzwischen ja in der besseren Version haben, auch noch aufrüsten. Regeneration, Härtung, lalala, Präzision, Abkühlung, Schmetterschaden. Mann, ich kann mich hier einfach nie entscheiden. Hier noch die zusätzliche Heilung und Giftresistenz, naja, ist zwar schon nicht schlecht. Ich kann mich nicht entscheiden, ist das toll? Ich denke mal, weil ich das schon mal vorhatte, aber nie gemacht habe, hier das Exoskelett möglicherweise zu nehmen. Oder der kinetische Puffer. Ne, ich denke, ich nehme hier mal das Exoskelett. Und dann ist Rex hier ja wirklich übelst aufgemotzt. Und dann geht's eine Runde weiter. Ich muss hier kurz wegen der Zeit schauen, vielleicht kann diese Folge ein paar Minuten länger werden, aber nicht allzu lange. Weil sonst... Joa, gibt's Probleme. Okay, hier sind seltsame Viecher im Wasser. Okay, wollen wir das noch tun? Wollen wir das noch tun? Weil... Okay, das Problem ist, wir müssen uns hier im Prinzip an einem Stück durchkämpfen, bis wir beim Torhaus sind und erst dann gibt es wieder ein wenig Pause. Ach komm, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal eine Runde mies und wir machen hier einen Cliffhanger, beenden die Folge bereits hier. Vielleicht wird die nächste Folge ja ein wenig länger mit ein wenig mehr Action und Zeug. Das war auf jeden Fall wieder Let's Play Mass Effect. Kommentiert von eurem Account Muku. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.